Hallo, wir sind hier wieder zurück auf der Bildungsmesse in der Stadthalle in Landstuhl. Neben mir sitzt Lisa Marie Weiß, Klassenlehrerin der Mediendesign-Klasse. Genau, jetzt auch seit neuestem im Schulleiterteam. Richtig. Stimmt das? Genau, als Abteilungsleitung fürs Berufsvorbereitungsjahr. Zunächst einmal würde ich Danke sagen, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir ein kleines Gespräch zu führen über den neuen Bildungsgang Mediendesign. Ja, sehr gerne. Und auch über die BBS an sich. Eine Frage, die sich vielleicht manche stellen, die sich bewerben möchten. Für welchen Bildungszweig kann ich mich denn auf der BBS Landstuhl bewerben? Als berufsbildende Schule haben wir ein sehr vielfältiges Angebot, das sich im nächsten Schuljahr sogar noch ein bisschen erweitern wird, weil wir gemeinsam mit der Bischof-Weiß-Schule eine große BBS in Landstuhl gründen werden. Zurzeit haben wir die Bereiche Wirtschaft, Hauswirtschaft, Technik, Mediendesign im Angebot. Und dann werden wir unser Sortiment noch um pflegerische Berufe und soziale Berufe erweitern. Wird es dann die Bischof-von-Weiß-Schule nicht mehr geben? Also werden die dann zusammenschließen? Genau, es wird eine BBS-Landstuhl geben. Okay, interessant. Jetzt mal auf den neuen Bildungsgang. Was soll ich denn mitbringen, wenn ich mich dafür bewerben würde? Wer sich für Mediendesign interessiert, sollte auf jeden Fall eine kreative Ader haben. Natürlich gibt es auch viele Theorieanteile. Man muss ja auch wissen, was man dann praktisch umsetzen kann. Aber es dreht sich sehr viel um Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Gestaltung von Flyern und Plakaten. Alles, was man im Bereich Marketing vielleicht auch benutzen kann, später in größeren Firmen. Okay. Und wie laufen diese, ich habe gehört, 2 Jahre läuft der Bildungsgang? Genau, die höhere Berufsfachschule Mediendesign dauert 2 Jahre. Es gibt eine Unterstufe und eine Oberstufe. In der Unterstufe geht es viel um Grundlagen, um Dinge, die dann in der Oberstufe erweitert werden. Mhm. Und bei uns ganz wichtig, es gibt einen Praktikumsanteil, der dann in der Unterstufe und in der Oberstufe liegt. Das sind immer 2 Schultage, an denen die Schüler ihre theoretischen Kenntnisse, die sie im Unterricht erlangt haben, auch wirklich in der Praxis umsetzen können. Das heißt so viel wie 2 Tage unter der Woche Praktikum und 3 Tage in der Schule? Richtig, genau. Ist das dann nur für den Mediendesign-Bereich oder gilt das auch für andere Stränge? Als berufsbildende Schule ist es uns immer wichtig, die Schüler praktisch auch in die Wirtschaft zu bringen, mit verschiedenen Berufen in Kontakt zu bringen. Von daher sind diese Praktikumsanteile in vielen Bildungsgängen relevant. In unserer höheren Berufsfachschule sind das immer 2 Tage, in der Berufsfachschule 1 ist das 1 Tag. Okay, wie viel Praktikumstage muss ich dann da abarbeiten, um den höheren Berufsfachschule Abschluss zu erreichen? Genau, die höhere Berufsfachschule hat sogar 2 Abschlüsse. Das ist eigentlich das Coole, man macht also 2 Jahre und hat gleichzeitig 2 Abschlüsse, wenn man das denn möchte. Es gibt einen Assistenzabschluss, den man mit einem berufsbildenden Prüfung abschließen kann, nachdem man diese Praktikumstage abgeleistet hat. Und für die Fachhochschulreife, das ist der 2. mögliche Abschluss, da macht man nochmal 10 Wochen Praktikum extra und kann dann mit Hilfe von Prüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik die Fachhochschulreife erwerben, kann dann natürlich auch studieren gehen. Das heißt, wir haben 16 Wochen in der Unterstufe für den Assistenten und 10 Wochen für die Fachhochschulreife. 10 Wochen dann nochmal in der Freizeit? Ja, man kann das in der Freizeit absolvieren, in den Ferien zum Beispiel, dann bietet sich das ganz gut an. Oder aber man kann das auch zwischen Studium und Abschluss in der HBF erledigen. Okay. Und sich das dann nachwirkend angelten lassen. Okay. Und wenn ich mich jetzt für die höhere Berufsfachschule bewerben möchte, wann wäre der perfekte Zeitpunkt und worüber? Jetzt. Der perfekte Zeitpunkt ist definitiv jetzt. Wir befinden uns schon in der Bewerbungsphase. Wir brauchen eigentlich nur eine Kopie des Halbjahreszeugnisses und einen Anmeldebogen. Den findet man bei uns auch auf der Homepage www.bbs-landstuhl.de. Und dann kann man entweder im Sekretariat persönlich vorbeikommen oder man schickt uns das Ganze per Post oder per E-Mail. Okay, gut. Das war's von uns. Kommt gerne vorbei auf der Bildungsmesse. Wir sind noch bis 14 Uhr, glaube ich, sind wir noch hier in der Stadthalle in Landstuhl.